Treibsand. Da kommen wir nur mit einem Speeder drüber. Halt dich fest, irgendwie. Oh, hey, stopp! Neues Kraftfeld, Kleine. Damit halten wir Räuber und Gesindel fern. Ich würde dir zeigen, was ich mit Gesindel meine, aber ich habe keinen Spiegel dabei. Oh, und wenn du glaubst, du würdest dann im Kraftfeld vorbeikommen, dann möchte ich das zu gern sehen. Danke. Mal sehen, ob ich an die Überbrückung herankomme. Ach, da muss ich wohl etwas umbauen. Die andere erreiche ich von hier nicht. Oh, nein, 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 ich nehme es zurück. Ich möchte es doch nicht sehen. Lass das. Dafür werde ich definitiv gefeuert. Ich muss aufhören, jeden zu provozieren, der hier ankommt. Vielleicht werden wir dann auch nicht ständig ausgeraubt. Kannst du das Elektro schocken? Dann guck ich mal, ob jemand einen Job für mich hat.
Was du mir heute gebracht hast, entspricht dem Wert. Eine Viertelration. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Was ist mit dem Druiden? Was ist mit ihm? Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Oh, eigentlich ist der Druide nicht zu verkaufen. Komm mit. Folgt der Kleinen und schnappt den Druiden. Hey, was? Die Jacke, der Druide sagt, du hast sie gestohlen. Wo hast du sie her? Er meint, sie gehört seinem Master. Sie gehörte Poe Dameron. Richtig? Er wurde gefangen genommen. Von der Ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen. Aber unser Schiff wurde getroffen. Poe hat's nicht geschafft. Dann bist du also beim Widerstand? Wie es aussieht? Ja, das bin ich. Ich bin beim Widerstand. Ja, ich bin beim Widerstand. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich hat er eine Karte bei sich, die zu Luke Skywalker führt und alle wollen die haben. Komm schon! Oh, ich hasse Sturmtruppler. Moment, ich finde einen Weg für euch. Und dann packt unsere Camping-Ausrüstung zusammen. Dafür müsste ich ins Cockpit kommen. Oh.
du den Zugangscode für ein imperiales Schiff. Darüber. Dadurch, BBA. Siehst du was auf deiner Seite?
Fall nicht rein. Treibsand. Ja, ich suche dir einen Weg. Lass mir sie rein. Gute Idee, BB-8. Bleib in der Nähe. Come on.
Weiter. Los, da steht ein Quadjumper am anderen Ende des Raumhafens. Sturmkuppler im Anmarsch. Durch den Kontrollturm. Wir müssen durch diese Wand. Vielleicht gibt es einen Weg hinüber. Sehen wir oben nach. Ein Schacht, aber er ist blockiert. Ich brauche Hilfe. Ich an!
das war laut. Ja, damit sollten wir diese Wand loswerden. Ja, hoppla. Der Jumper ist gleich da drüben. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen sie ausschalten. Bring noch mehr Sturmtruppler. Er ist auf dem Weg. Er hat ein Blastergeschütz. Da kommen noch mehr. Es nähern sich noch mehr Schiffe. Hey, was ist das? Sie haben was von diesen Kisten runtergeschossen. Kannst du den Komforter von deiner Seite aus sabotieren? Schon tun.
ein Schiff im Anflug. Bei so vielen Tierjägern können wir nicht abheben. Schade, dass das Raketengeschütz außer Gefecht ist. Wir müssen es an den Generator da drüben anschließen. Irgendwie. Ein Siebedroide. Ihre Aufgabe ist es, Elektroschrott im Sand zu finden. Den brauchen wir, um das Geschütz instand zu setzen. Ja, das sollte funktionieren. ED-8, kannst du darauf zugreifen? Hier drüben. Ans Bordgeschütz nach unten. Schon mal damit geflogen? Nein, das Schiff wurde ewig nicht bewegt. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Sie haben
haben uns die ganze Flotte auf den Hals gehetzt. Der Aufenthaltsort des Widerstandes kennen nur wenige. Wenn ich hinfliegen soll, sollte ich zu denen gehören. Sag uns, wo deine Basis ist. Na gut, mal unter uns. Ich bin nicht beim Widerstand klar. Ich versuche nur, vor der ersten Ordnung zu fliehen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bringe ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Das Illenium-System? Ja, das Illenium-System, das ist es. Flieg uns so schnell dahin, wie du kannst. Vergib mir. Ich fühle es schon wieder. Den Sog zur Hellenseite. Der oberste Anführer hat es gespürt. Zeig sie mir erneut. Die Macht der Dunkelheit. Und dann wird uns nichts mehr im Weg stehen. Zeige sie mir. Großvater. Sir. Es war nicht möglich, den Druiden auf Jakku sicherzustellen. Ihm gelang die Flucht an Bord eines gestohlenen korellianischen YT-Frachters. Der Druide hat einen Frachter gestohlen? Nicht direkt, Sir. Er hatte Hilfe. FN-2187. Die beiden waren in Begleitung einer Frau. Welche Frau? Ich glaube, da ist es. Ich mach das schon. BB-8. Ich muss den Spannungswandler erreichen. Kannst du das Schott öffnen? Was ist das? Oh nein, der Treibstofftank hat wohl ein Leck. Das Gas ist giftig, nicht einatmen. An der Wand da hinten gibt es ein Atemgerät. Kommst du mit deinem Greifhaken dran, Finn? Okay. In Ordnung. Ich suche die Lüftungsschaltung.
Die Automatik klemmt. Ich muss sie manuell bedienen. So, jetzt sind wir startklar. Das ist nicht. Irgendjemand hat uns erfasst. Ich habe keine Kontrolle mehr. Kannst du was sehen? Was ist das? Oh nein. Was sollen wir jetzt machen? Uns muss was einfallen. Joey, wir sind zu Hause. Wo sind die anderen? Wo ist der Pilot? Das bin ich. Du? Ich hab's gestohlen. Von Anker Platt. Er hat's den Irving-Brüdern gestohlen und die Duquesne. Und der hat ihn mir gestohlen. Du kannst Duquesne ausrichten, dass Han Solo sich den Millennium-Falken gerade zurückgestohlen hat. Das ist der Millennium-Falke. Sie sind Han Solo. Dieser Droide muss so schnell wie möglich zum Stützpunkt des Widerstands. Er hat eine Karte bei sich, die zu Luke Skywalker führt. Es hat sich doch wohl nicht einer der Ratare losgerissen. Haben Sie etwa Ratare an Bord? Oh, ganz toll. Die Goavianischen Todesbringer. Die sind uns von Nantun aus gefolgt. Geht runter und bleibt da, bis ich euch rufe. Und klaut mir bloß nicht meinen Falken. Und BB-8? Der bleibt bei mir, bis ich sie los bin. Dann könnt ihr ihn haben und verschwinden. Han Solo, du bist ein toter Mann. Balatik, wo liegt das Problem? Ich werd's dir sagen. Wir haben dir 50.000 für den Job geliehen. Denkst du, Ratare zu jagen ist billig? Kanji Club will seine Investition auch wieder haben. Ich habe nie ein Geschäft mit Kanji Club gemacht. Wieso sagst du es ihnen nicht selbst? Diese BB-Einheit. Die erste Ordnung ist auf der Suche nach genau so einer. Und nach zwei Flüchtigen. Oh, warte, warte. Verriegeln wir die Panzertüren in diesem Korridor, sitzt die ganze Bande in der Falle. Oh nein. Oh nein, was? Das waren die Falschen. Der
Falke ist in der Nähe. Nur ein paar Gänge weiter. Augenblick. Lass mich nachsehen, ob sich da auch nichts Gefährliches drin verbirgt. Kostbare Antiquitäten und Falschgeld. Jag sie hoch, Chewie. Ah, jetzt haben sie uns gefunden. Bringt nichts. Wir sitzen in der Falle. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht raus. Ich hoffe, deine Freunde leben noch, BB-8. Klingt nach einem Kampf da oben. Gasleck. Vorsicht, es ist giftig. Könnte auch brennbar sein. Und womöglich ätzend. Auf jeden Fall wird das stinken. Keine Sorge, ich habe immer noch das Atemgerät. Auch wenn das nicht wirklich gegen alles andere hilft. Hey, und du bist weder geschmolzen noch explodiert. Eine Tür. Mal sehen, ob ich sie öffnen kann. Thank you.
Mir egal, wie es passiert ist, aber gut, dass es passiert ist. Wenn du nicht als Vorspeise für einen Ratar enden willst, solltest du dich lieber bewegen. Geben wir ihnen ein größeres Problem als uns, Joey. Klemmt. Die Sicherung muss durchgebrannt sein. Und wir kommen nicht zum Trennschalter. Thank you.